Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der SPD, Gesetz zur Einführung eines inklusiven Wahlrechts in Hessen, mit dem Tagesordnungspunkt 7, erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE, Hessisches Gesetz zum Wahlrecht für vollbetreute Menschen, 2518-2622. Beginnt die Frau Kollegin Lisa Gnadl für die SPD-Fraktion. Bringt den Gesetzentwurf ein. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es wurde auch Zeit. Endlich kommt es auch auf hessischer Ebene zu einem inklusiven Wahlrecht, zu einem Wahlrecht für Menschen, die in allen Angelegenheiten betreut werden. Und viele Behindertenverbände haben dafür schon seit Jahren gekämpft. Das Wahlrecht ist eine tragende Säule unserer Demokratie, und die bisherigen pauschalen Wahlrechtsausschlüsse sind, so das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 29. Januar diesen Jahres, grundgesetzwidrig. Sie sind ein schwerwiegender Eingriff in die Bürgerrechte, und davon sind alleine in Hessen rund 7.000 Menschen betroffen. In Hessen hätten wir schon vor der Landtagswahl das Wahlrecht ändern können. Gelegenheit hatten wir dazu durch den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE. Aber da haben Sie vonseiten von CDU und GRÜNE die Reform noch abgeschmettert und damit verschleppt. Was Sie damals politisch nicht gewollt haben, dazu werden Sie jetzt durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtsurteils gezwungen. Andere Bundesländer wie Bremen, Hamburg, NRW, Brandenburg und Berlin haben ihr Wahlrecht schon längst reformiert, und das zum Teil eben auch schon vor dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Und es ist einfach beschämend, wie lange das hier in Hessen dauert. Wir haben hier in Hessen einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, weil wir nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts im Januar gesehen haben, dass durchaus Druck hier in Hessen notwendig ist. Die Änderungen hin zu einem inklusiven Wahlrecht sind richtig, und sie sind vor allen Dingen wichtig. Bisher waren bzw. sind Vollbetreute oder besser Betreute in allen Angelegenheiten vom aktiven und passiven Wahlrecht in Hessen ausgeschlossen. Und das ist eine Regelung, die noch aus der Zeit der Vormundschaft von vor 1992 stammt. Damals hat man die Betreuten noch in allen Lebenslagen bevormundet. Und davon ist man im Betreuungsrecht schon längst abgekommen. Nur hat sich das eben bisher nicht auch in dem Wahlrecht wiedergespiegelt. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es höchste Zeit, dass sich das endlich ändert, auch hier in Hessen. Die Wahlrechtsausschlüsse sind auch völlig inkonsistent. Bei einigen erfolgt die Betreuung in allen Angelegenheiten auf eigenen Wunsch der Betroffenen, und es ist deren bewussten Willensentscheidung, weil sie sich damit etwa auch vor Risiken wie einer Überschuldung schützen wollen. Und es gibt auch viele vollbetreute psychisch erkrankte Menschen, die zwar eine Unterstützung bei der täglichen Lebensführung brauchen, aber die ihren Willen klar und rational auch artikulieren und auch dementsprechend eine Wahlentscheidung treffen können. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die demenziell erkrankt sind, die aber gar nicht vollbetreut sind und denen auch das Wahlrecht nicht abgesprochen wurde. Und diese wenigen Beispiele, die zeigen, dass das Kriterium einer Vollbetreuung willkürlich ist und dass es Ungleichheiten produziert und dass das eben mit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl kollidiert. 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention geltendes Recht in Deutschland geworden. Die Vertragsstaaten verpflichteten sich laut Artikel 29
ich zitiere, sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können. Und es wird Zeit, dass das seit 10 Jahren bestehende internationale Verpflichtungen hier endlich auch in der Bundesrepublik endlich Taten folgen und vor allen Dingen hier auch im Bundesland Hessen endlich Taten folgen. Das alles hätten wir schon haben können. Ich habe es erwähnt. In Hessen hätten schon über 7.000 Menschen das Wahlrecht ermöglicht werden können. Die Chance haben sie vor der Landtagswahl nicht genutzt. Und selbst nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben sie jetzt 4 Monate gebraucht, um tätig zu werden. 4 Monate, in denen Menschen das Wahlrecht abgesprochen wurde. Denken wir da beispielsweise auch an die Bürgermeisterwahlen im kommunalen Bereich, die stattgefunden haben. Frau Kollegin Gnadl, Sie müssen zum Schluss kommen. Zum Schluss, Herr Präsident. Wenn sich jetzt hier im Landtag abzeichnet, dass dieser rechtswidrige Zustand endlich geändert wird, dann begrüßen wir das ausdrücklich. Denn, wie gesagt, es wurde auch Zeit. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Meine Vorrednerin hat schon darauf hingewiesen, dass wir bereits in der letzten Legislaturperiode diesen Gesetzentwurf eingebracht haben, der die demokratisch unhaltbaren Ausschlüsse von Menschen mit Behinderungen vom allgemeinen Wahlrecht hätte beheben können, wenn dieses Haus dem zugestimmt hätte. Damals konnte nur die SPD zustimmen. Das war mehr als enttäuschend für die Betroffenen, die so zum Beispiel von der letztjährigen Landtagswahl ausgeschlossen wurden. Fast alle angehörten Verbände hatten unseren Gesetzentwurf in der damaligen Anhörung ausdrücklich begrüßt und hätten sich gefreut, die Regelung zeitnah umgesetzt zu sehen. Ich darf aus der damaligen Anhörung als Beispiel Frau Martin vom Bundesverband der Berufsbetreuer zitieren. Ich zitiere: Der Berufsverband begrüßt die Gesetzesinitiative uneingeschränkt. Es ist für uns die logische Schlussfolgerung aus der UN-Konvention. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass unter Fachleuten ein Wahlrechtsausschluss noch befürwortet werden kann. Meine Damen und Herren, insbesondere die Regierungsfraktionen haben abgelehnt, mit der Begründung, sie wollten erst einen höchstrichterlichen Spruch vom Bundesverfassungsgericht abwarten. Meine Damen und Herren, ein bisschen mehr Selbstvertrauen sollten wir als erste Gewalt schon haben und nicht erst auf Gerichte warten, bevor wir Gesetze machen. Ganz nebenbei gesagt, es sind eher Gesetze der Regierungsfraktionen in der Vergangenheit gewesen, die dann nachträglich von Gerichten kassiert wurden. Heute wissen wir also, das, was wir bereits in der letzten Legislaturperiode vorgelegt haben, auch höchstrichterlich gefordert wird und dringend notwendig ist. Und, meine Damen und Herren, wir werden in den nächsten Tagen auch noch einen Vorstoß der Regierungsfraktionen hierzu beraten, weil sie vermutlich unserem wie auch der SPD-Vorlage auch dieses Mal nicht zustimmen wollen. Wir sagen noch einmal ganz klar, Wahlrecht ist ein Menschenrecht, das auch allen Menschen mit Behinderungen zusteht. Der Grundsatz muss sein, dass behinderte Menschen nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen werden, sondern dass wir alles ermöglichen, damit behinderte Menschen an der Wahl teilnehmen können, dass wir es ihnen also so leicht wie möglich machen, am Wahlvorgang selbst teilzunehmen und sich die entsprechenden Informationen zu erschließen. Meine Damen und Herren, wir erreichen mit unserem Gesetz eine Streichung aller Wahlausschlüsse behinderter Menschen,
sowie die Möglichkeit einer eventuellen Unterstützung bei der Stimmabgabe. Letzteres ist übrigens der einzige Unterschied zum SPD-Gesetzentwurf. Und über diesen Unterschied, Frau Gnadl oder wer auch immer, können wir in den nachfolgenden Beratungen ja gerne noch einmal diskutieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat der Abg. Pürsün, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Lange Zeit war es Praxis, dass Vollbetreute von Wahlen ausgeschlossen waren. Pauschal wurde ihnen die Befähigung zur Teilnahme an Wahlen abgesprochen, ohne dass die jeweilige Person als Individuum mit ihren ganz individuellen Fähigkeiten eine Rolle spielte. Die Gründe, die für oder gegen eine Vollbetreuung sprechen bzw. für eine Vollbetreuung letztendlich maßgeblich sind, sind nicht so pauschal einzuordnen, wie der pauschale Ausschluss des Wahlrechts es lange Zeit suggeriert hat. Deshalb ist es richtig, dass die Frage, ob eine vollbetreute Person ihr Wahlrecht ausüben kann, nicht von einem rein formellen Kriterium abhängig sein darf. Mit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention und der Auseinandersetzung mit möglicherweise diskriminierenden Regelungen kam die bisherige Praxis des vollkommenen Ausschlusses vom Wahlrecht in die Kritik. Bedauerlicherweise aber wurden die Hinweise aus den Jahren 2011 und 2015 auf politischer Ebene nicht ausreichend beachtet. Menschen mit Behinderungen muss das Recht auf Teilnahme an einer Wahl, ein verfassungsmäßig garantiertes Grundrecht, grundsätzlich zugesprochen werden. Allein die Tatsache, dass vollbetreute Personen bei der Stimmabgabe eine Hilfestellung, beispielsweise eine Unterstützung durch eine weitere Person benötigen, darf kein Grund sein, ihnen pauschal die freie Willensäußerung zu verwehren und sie vom Wahlrecht auszuschließen. Das ist mit dem Diskriminierungsverbot und unserem Demokratieverständnis nicht vereinbar. Im Januar hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der generelle Wahlausschluss von geistig oder psychisch beeinträchtigten Personen verfassungswidrig ist. Allerdings hätte die Bundesregierung das Urteil erst ab Juli diesen Jahres angewendet. Und es ist ja offensichtlich, dass die SPD auch der Bundesregierung angehört. Also das, was Sie an der Landesregierung, an der Mehrheit hier kritisiert haben, gilt auch Richtung Bundesregierung. Es geht um die Europawahl, die jetzt am Sonntag ja ansteht. Da wollten Sie diesen Personenkreis ja ausschließen. Aber es kommt jetzt anders. Um 80.000 Betroffenen, das inklusive Wahlrecht schon früher, zu den jetzt anstehenden Europawahlen am Sonntag, zu ermöglichen, wurde unter Mitwirkung der Freien Demokraten erfolgreich ein Eilantrag gestellt. Dank der Verschiebung der Tagesordnung durch die parlamentarischen Geschäftsführer haben wir den Punkt heute schon auf der Tagesordnung. Ich habe eine Besuchergruppe heute hier in Wiesbaden, und unter der Besuchergruppe sind auch viele junge Leute, die dieses Thema auf die Tagesordnung der FDP Frankfurt und auch der FDP Hessen gesetzt haben. Für die ist natürlich eine besondere Freude, just an diesem Tag hier heute in Wiesbaden sein zu dürfen. Nun ist es soweit, dass der pauschale Ausschluss fällt. Wir freuen uns darüber sehr. Das Wahlrecht darf jetzt nur noch durch einen Richterspruch eingeschränkt werden. Das ist der hohen Bedeutung des Wahlrechts in einer Demokratie angemessen. Selbstverständlich darf es keine Stellvertreterwahl geben, und selbstverständlich ist das keine Einladung zum Missbrauch. Das zu verhindern, ist Aufgabe aller mit der Wahldurchführung betrauten Personen. Wo irgend möglich, müssen wir ungerechtfertigte Barrieren abbauen. Davon profitieren am Ende wir alle. Die drei vorgelegten Gesetzentwürfe wollen nun das Urteil umsetzen, was wir sehr begrüßen. Und die Anhörung wird zeigen, ob und in welcher Weise gegebenenfalls noch Änderungsbedarf gesehen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Pürsün. Das Wort hat der Abg. Christian Heinz, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch bei diesem Thema gilt, es gibt eine wechselvolle bundesrepublikanische Geschichte, wer vom Wahlrecht ausgeschlossen war.
In der weiteren Vergangenheit war die durchaus aus heutiger Sicht noch deutlich unrühmlicher. Es galt bis 1969, um das einfach mal in Erinnerung zu rufen, bis zu einer großen Strafrechtsreform gab es noch den sogenannten Entzug der bürgerlichen Ehrenrechte. Lernen Juristen noch während ihres Studiums mehr als ja, historischen Charakter noch des Strafrechts. Damals war es bei einigen Delikten eine zwingende Folge der Strafe, bei einigen eine optionale Folge der Strafe, dass das Wahlrecht und die Wählbarkeit gleich mit entzogen wurden. Davon haben wir uns zum Glück jetzt 50 Jahre schon wegbewegt, und darüber brauchen wir nicht mehr zu streiten. Und wir wissen, dass heute die Aberkennung des Wahlrechts, die es immer noch gibt im Strafgesetzbuch für 2 bis maximal 5 Jahre, im § 45 Absatz 5 die absolute Ausnahme ist und wir noch über ganz wenige Fälle im Jahr sprechen, wo auch ein ganz enger Zusammenhang dann im Regelfall mit der Straftat auch besteht. In jüngerer Zeit betrafen Ausschlüsse vom Wahlrecht vor allem und ganz großer in erster Linie immer Menschen, denen für alle Angelegenheiten des Lebens ein Betreuer bestellt wurde. Nun gibt es aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Januar 2019. Und im Gegensatz zu einigen Vorrednern halte ich es für durchaus richtig, dass wir die abgewartet haben, weil in diesen Leitsätzen, auch in den Urteilsgründen, doch viele Fingerzeige enthalten sind, die es dann am Ende auch zu berücksichtigen gilt. Dort wurde festgelegt oder festgestellt, dass die bisherigen Ausschlüsse gegen Artikel 38 des Grundgesetzes verstoßen, Gleichheit der Wahl, und Artikel 3 Absatz 3 Satz 2, nämlich das Verbot der Diskriminierung von Behinderten. Und wir sind uns, glaube ich, alle miteinander einig, dass aufgrund des Homogenitätsgebotes aus dem Artikel 28 Grundgesetz diese Erwägungen auch für unser Landesrecht gelten. Das scheint mir weitgehend unumstritten zu sein. Und ich, wenn ich es ja so zugehört habe, eben höre und sehe ich auch, dass auch hier im Hessischen Landtag es eine ganz breite, vielleicht sogar einstimmigen Willen gibt, diese Erwägungen auch in das hessische Landesrecht zu übertragen und dass eine Überarbeitung auch erforderlich ist. Das ist erfreulich, und ich glaube, wir werden am Ende auch eine gute Regelung finden, die den Anliegen der behinderten und vollbetreuten Menschen hier Rechnung trägt. Wir als Koalitionsfraktionen schlagen vor, einen etwas anderen Weg zu gehen, dass wir es etwas umfassender regeln und nicht nur die bisherigen Ausschlüsse aufheben. Wir haben einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, der am Donnerstag erst beraten wird. Für die Folge wäre es dann aus meiner Sicht zumindest dann sachdienlich, wenn man diese drei Gesetzentwürfe dann in der Beratung irgendwie wieder zusammenführt. Warum wir jetzt heute über die einen und am Donnerstag über die anderen sprechen, das erschließt sich mir nicht ganz. Aber es wird gelingen, das wieder zusammenzubinden. Mit gutem Willen, Herr Rudolph, den ja alle hier zeigen, bei diesem Punkt wird das gelingen gemeinsam. Wir sind der Auffassung, dass unser Gesetzentwurf die Materie dann noch etwas präziser regelt als die Gesetzentwürfe von SPD und Linken. Insbesondere, um das schon mal voranzuschicken und anzudeuten, scheint uns eine Harmonisierung mit Wahlvorschriften des Bundes an einigen Stellen sinnvoll, da ja auch immer wieder am gleichen Tag sogar Wahlen stattfinden und es von der Handhabung und auch für die Durchführung sicherlich dort einfacher wird. Details werden wir uns dann anschauen, wenn alle Gesetzentwürfe auch hier im Geschäftsgang sind und eingebracht sind. Wir wollen auch, das klang eben schon mal an, auch darüber sprechen und eine Regelung treffen, welche Voraussetzungen an mögliche Helfer und Unterstützer der vollbetreuten Menschen zu stellen sind und nicht einfach nur lapidär den Ausschluss streichen. Und es gibt noch viele weitere Aspekte in unserem Gesetzentwurf, der auch andere Materien dann betrifft, wie die Übertragung auch von geänderten Bestimmungen in die Verfassung in das Landesrecht. Das wollen wir aufnehmen, und noch weitere Aspekte dazu dann mehr am Donnerstag. Aber vorausgeschickt schon auch zu dem eigenen Gesetzentwurf und auch erneut als persönlichen Abschluss am schon späteren parlamentarischen Abend. Hier verfolgen wir, glaube ich, das gleiche Ziel im Moment mit unterschiedlichen Mitteln, nämlich mit drei verschiedenen Gesetzentwürfen. Aber das gemeinsame Ziel, das bleibt, nämlich Behinderten und bisher vom Wahlrecht ausgeschlossenen Menschen diesen Zugang, wo immer es möglich ist, zu ermöglichen, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch ins Hessische Landesgesetz zu übertragen. Das wird uns gelingen in den parlamentarischen Beratungen der nächsten Wochen und Monate, und wir werden eine gute Regelung für Hessen finden. Vielen Dank, Kollege Heinz. Das Wort hat die Frau Abg. Goldbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben es jetzt schon mehrmals gehört. Bisher waren alle jene Menschen vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen,
für die zur Besorgung all ihrer Angelegenheiten ein Betreuer oder eine Betreuerin bestellt war. Darüber hinaus aber, das darf man nicht vergessen, waren auch solche Menschen ausgeschlossen, die im Zustand der Schuldunfähigkeit eine Straftat begangen haben und aufgrund dessen in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht waren. Nach diesem Urteil, das auch schon mehrmals zitiert wurde, des Bundesverfassungsgerichts vom 29. Januar dieses Jahres, werden nun die diskriminierenden Beschränkungen auf allen Ebenen abgeschafft werden. Und 85.000 Betroffene in ganz Deutschland können dann in Zukunft ihr Wahlrecht ausüben. Es ist erfreulich, dass hier im Hessischen Landtag Einigkeit herrscht bei SPD, Linken, FDP, CDU und Grünen, dass wir diese Wahlrechtsausschüsse gemeinsam abschaffen. Denn dahinter steckt ja eine gemeinsame Haltung. Und das ist das wirklich Schöne daran, dass nämlich auch Menschen mit geistigen Behinderungen oder mit psychischen Erkrankungen, die unter Vollbetreuung stehen, politisch interessiert sind, dass sie sich über die zur Wahl stehenden Parteien und Bewerberinnen und Bewerber informieren können, dass sie entscheiden können, wer für sie wählbar ist und wer ihre Interessen vertritt, dass sie an der politischen Willensbildung teilnehmen und ihr grundgesetzlich verbrieftes Bürgerrecht wahrnehmen sollen, nämlich den Bundestag, das Europaparlament, den Hessischen Landtag, ihr Kommunalparlament, ihre Bürgermeisterin oder ihre Landrätin oder zu wählen oder auch ihre Stimme bei einer Volksabstimmung abzugeben. Denn auch wenn ein Mensch unter Vollbetreuung steht und beispielsweise keine Verträge alleine abschließen kann, so hat er dennoch einen eigenen Willen und kann diesem Willen auch Ausdruck verleihen. Und ich glaube, das muss man ganz deutlich unterscheiden. Vollbetreuung heißt ja, Hilfen im Alltag, aber trotzdem haben diese Menschen die Fähigkeit, einen Willen zu bilden und ihm Ausdruck zu verleihen. Noch einmal, in der Zielsetzung sind wir uns einig, aber wir haben jetzt verschiedene Gesetzentwürfe, um das umzusetzen. Und ich möchte noch kurz erläutern, warum wir die Gesetzentwürfe der LINKEN und der SPD, warum wir denen jetzt nicht zustimmen werden. Wir haben hier einen eigenen Gesetzantrag, den wir am Donnerstag beraten werden, im Einzelnen. Die Gesetzentwürfe von LINKEN und SPD sind nicht harmonisiert mit dem Gesetzentwurf des Bundes. Wir haben immer gesagt, wir wollen die Wahlrechtsausschüsse abschaffen, CDU und Grüne hier im Landtag, aber wir werden das gemeinsam mit der Bundesgesetzgebung machen, damit wir eine harmonisierte Regelung haben, damit eben wirklich die Bedingungen gleich geregelt sind. Zweitens. Es fehlen in den Gesetzentwürfen konkrete Regelungen zur Assistenz. Eben weil die Wahlentscheidung eine höchstpersönliche Entscheidung ist, müssen wir dafür sorgen, dass niemand auf diese Entscheidung Einfluss nimmt oder sie gar für den oder die Wählenden vornimmt. Und das fehlt eben in diesen beiden Gesetzentwürfen. Und drittens fehlt eine Regelung zur Teilnahme von Menschen unter Vollbetreuung an der Volksgesetzgebung. Und auch das regeln wir in unserem Vorschlag, den Gesetzentwurf, den wir am Donnerstag beraten. Es gab ja neben dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom Januar noch ein weiteres, nämlich eine von Grünen, FDP und Linken erstrittene einstweilige Anordnung am 15. April. Damit wurde erreicht, dass die 85.000 Betroffenen am 26. Mai eben doch noch das Europaparlament wählen können. Und das begrüßen wir sehr. Der bekannte Aktivist im Rollstuhl Rolf Krauthausen, vielleicht Raul Krauthausen, vielleicht haben Sie ihn schon einmal gesehen, kämpft seit Jahren für Inklusion. Und er hat gefordert, dass betreute Menschen ihr Kreuz auch schon bei der Europawahl machen können. Und erlauben Sie mir, dass ich ihn einmal wörtlich zitiere. Er sagte, der Ausschluss wäre eine Sauerei. Nun, diese Sauerei findet nicht statt. Aufgrund der Eilanordnung dürfen diese Menschen auf Antrag an der Europawahl schon teilnehmen. Und das ist, wie gesagt, sehr zu begrüßen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, beide Entscheidungen sind ein Erfolg für die Inklusion, aber auch für die Demokratie. Und 10 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention wird die Europawahl erstmals inklusiv und demnächst auch alle anderen Wahlen hier in Hessen und in der Bundesrepublik.
Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Das Wort hat der Abg. Wiesenbach, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist richtig, das Bundesverfassungsgerichtsurteil war überfällig, und es hat Sicherheit geschaffen und zu Unrecht von der Wahl ausgeschlossenen Menschen endlich zu ihrem Recht verholfen. Allerdings ist es wirklich lehrreich, es zu lesen. Denn es sind 28 Seiten, die nicht nur die hier schon in Rede gewesene Historie dieser Wahlrechtsausschlüsse entmündigter, unter Vormundschaft stehender Leute beschreibt und enthält. Die Gründe, die das Urteil hier dafür, die Aufhebung von § 13 Absatz 2 Bundeswahlgesetz nennt, sind hier nur unzutreffend oder unzureichend wiedergegeben worden. Es ist nämlich nicht so, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, diese Gruppe muss generell immer zur Wahl zugelassen werden. Das Bundesverfassungsgericht sagt, kann jeder nachlesen, es ist deshalb unzulässig, diese Gruppe auszuschließen, weil es eine noch möglicherweise oder wahrscheinlich viel größere Gruppe gleich betreuungsbedürftiger Menschen gibt. Und wir alle im demografischen Wandel, gehe ich davon aus, haben im eigenen Familienkreis Leute, die nicht unter Betreuung stehen, meine Mutter gehört dazu, die aber durchaus unter Betreuung gestellt werden könnte, wenn es keine Angehörigen gäbe, die ihre Dinge regeln. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, diese Ungleichbehandlung zwischen diesen beiden Gruppen, nämlich denen, die zufällig Opfer eines Gerichtsverfahrens waren, und den vielen anderen, die ist verfassungswidrig. Deshalb ist es aufgehoben worden. Ich glaube auch, wir müssen uns nicht beeilen. Wir brauchen ein neues Gesetz. Aber wir müssen uns nicht beeilen, denn das, was wir abschaffen, das ist schon abgeschafft, auch für Hessen. Es ist nur noch nicht von einem Gericht beschlossen worden, dass auch die hessischen Wahlrechtsausschlüsse bereits verfassungswidrig sind. Sie sind es, genau wie die im Bundesrecht es waren. Der formale Akt, den die Bundesregierung schon vollzogen hat, mit dem 13, 2 und 3, den müssen wir in Hessen auch machen. Aber beeilen müssen wir uns nicht. Denn es ist auf der anderen Seite sinnvoll, den Leuten zu helfen und die Leute zu prüfen, denen das betreute Wählen durch ihre eigenen Angehörigen, die ja durchaus in Versuchung sind, bei der Assistenz ihren eigenen Willen zum Ausdruck zu bringen, bei der Wahlentscheidung ihres Schützlings, diesen Leuten auf irgendeine weitere Weise als durch die Strafrechtsdrohung zu begegnen. Es ist auch vom Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung gesagt worden, dass die Aufhebung alleine durchaus durch eine andere Regelung ersetzt werden kann, die das Rechtsgut der Integrität von Wahlen wahrt. Denn die haben ja früher diese Entmündigungsausschlüsse nicht gemacht, um Leute zu schikanieren. Das Rechtsgut der Integrität der Wahlen war das, was geschützt werden sollte durch die Wahlrechtsausschlüsse. Und dieses gilt auch heute noch. Und ich will dann auch schließen, wenn das hier einfach dabei bleibt, dass die Bundesregierung und nur auch alle Landesregierungen nacheinander einfach die Wahlrechtsausschlüsse pauschal streichen, weil jeder Mensch das Recht hat, zu wählen, dann ist auch der 38.1 Grundgesetz, nachdem man also nur wählen darf, wenn man älter als 18 ist, meiner Meinung nach nicht mehr rational begründbar. Da gilt es, sorgfältig zu prüfen, wie man neu, das Bundesverfassungsgericht sagt, nur der Kreis der Ausgeschlossenen, der muss vernünftig geregelt werden. Und der Kreis darf nicht menschenrechtswidrig oder ähnlich geregelt werden. Aber das braucht Sorgfalt. Es gibt Vorschläge in einem Gutachten, das hier auch zitiert wird. Wie gesagt, ich empfehle jedem, die 28 Seiten zu lesen, die da lauten, man könnte dem Betreuungsrichter eine Kompetenz geben, auch über die Wahlfähigkeit des zu Betreuenden eine extra Entscheidung abverlangen. Und dann wäre das verfassungsmäßig, wenn das geschieht. Allerdings ist es für mich auch unbefriedigend, denn das trifft ja wieder nur diejenigen, die überhaupt dem staatlichen Richter gegenübergestellt werden, während die vielen Hunderttausenden, die in Haushalten von ihren Angehörigen gepflegt werden und auch nicht mehr in der Lage sind,
zu entscheiden, ob sie Käse oder Wurst haben wollen, dass die möglicherweise Opfer ihrer eigenen Angehörigen werden und wir mit unserer Integrität der Wahlergebnisse auch. Betreutes Wählen ist gefährlich. Ich glaube, das muss man nicht weiter ausführen. Danke. Vielen Dank, Kollege Wissenbach. Bei mir steht hier, es war Ihre erste Rede. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und jetzt spricht für die Landesregierung der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte sehr, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir diskutieren hier zwei von drei Gesetzentwürfen, die sich mit dem Thema inklusiven Wahlrecht beschäftigen. Wir diskutieren das auseinander, heute zwei und am Donnerstag noch einmal einen. Ich will deswegen nur kurz mich auf die beiden Gesetzentwürfe, die wir heute von LINKEN und SPD hier diskutieren, konzentrieren. Die beiden Gesetzentwürfe wollen Menschen mit sogenannter Vollbetreuung, die bisher vom Wahlrecht ausgeschlossen waren, zukünftig die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen ermöglichen. Dies wird und dies will auch der Gesetzentwurf von SPD, von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Die Landesregierung unterstützt die Zielrichtung aller Gesetzentwürfe. Die konkrete Art der gesetzgeberischen Umsetzung hier in diesen beiden heute diskutierten von SPD und LINKE lehnen wir allerdings ab. Gesichtspunkte von Synchronisation zwischen dem Bundes- und dem Landeswahlrecht, die Frage der Integrität von Wahlen, all das sind Gesichtspunkte, die uns dazu bringen, den Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dann am Ende zuzustimmen. Eine nähere Begründung, Herr Kollege Rudolph, würde ich aus Effizienzgründen am Donnerstag nachholen. In diesem Sinne einen schönen Abend. Vielen Dank. Herr Minister, vielen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Beide Gesetzentwürfe sollen überwiesen werden zur weiteren Beratung und Vorbereitung der zweiten Lesung im Innenausschuss. Und beteiligt Sie ja? Beide mit Sie ja beteiligt? Ja. Was heißt ja? Ja, ich habe mir gefragt, höflich. Kollege Rudolph, sei so lieb. Hier steht nämlich nur INA beim Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke. Deshalb. Also, federführend INA und beteiligt Sie ja. Sind wir einig? Gut, dann sind wir am Ende der Tagesordnung. Meine Damen und Herren, stehen Sie morgen früh bei Zeit auf, damit wir pünktlich anfangen können um 9 Uhr. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Die Sitzung ist geschlossen.